Los. Hallo Leute, hier ist der WWE-Sammler 14 mit dem Unboxing. Ihr seht es hier schon von der ersten Figur, von dem Unboxing von der Elite Series 14. Ja, ihr seht hier schon die erste Figur stehen, Big Boss Man, Elite Flashback. Und ich habe einen Gast dabei, einen YouTuber, und der auch ein bisschen bekannter werden will. Und der stellt sich jetzt mal vor. Ja, hallo, hier ist der Wrestling-Sammler 123. Jo, der Wrestling-Sammler 123 ist auch dabei. Und ich werde jetzt auf jeden Fall die Elite 14 am Boxen alle aus der Booker T, weil, wie ihr wisst, war der nicht mehr da und war Backorder. Okay, dann fange ich mal mit dem Big Boss Man an, den auszupacken. Du kannst dabei was sagen. Ja, also mir gefällt der Herzgang gut. Ja, also das wurde auch toll gemacht. Mit den Handschellen, also mir gefällt die Figur. Die werde ich mir auch mal bald holen. Jo, also mir auch. Sonst hätte ich sie mir nicht geholt. Weil Elite hole ich mir eigentlich immer. Weil ich ja die Elites komplett alles sammle. Hier, dann hier die Verpackung, First Time in the Line. Hier der ich werde mir ja bald auch die Elite holen, weil mir gefallen die Elite ein bisschen besser. Anstatt die normalen, aber die normalen werde ich mir auch holen. Jo, hier die ganzen Gegenstände, wo er dabei hat. Er hat halt hier so die ganzen Gegenstände dabei. Hier hat er zum Beispiel hier diese Handfessel, hier diesen Stock, diese Handschellen und die Sonnenbrille. Okay. Ich gebe den das schnell hier. So, ich stelle den jetzt mal hier hin. Das andere brauchen wir jetzt nicht so dringend. Das wird man hier schon erkennen können, dass das hier ist. Okay, die nächste Figur ist gleich The Rock von der Elite 14. Von hinten. Hier, Geschichte. Jo, packe ich auch gleich mal aus und du kannst wieder was dazu sagen. Ja, also mir gefällt The Rock auch. Ja, da gibt es ja diesen, glaube ich, dieses T-Shirt da, weil ich kann jetzt mit dem Computer nichts sehen, weil er gerade kaputt geht, also kaputt ist. Und ich schätze, er hat ja dieses T-Shirt mit dem Stier, glaube ich, drauf. Wenn ja, der gefällt mir gut und mit seinem Tattoo finde ich es auch gut gemacht. Jo, also er hat das Tattoo mit dem Stier drauf. Ein amerikanisches Zeichen, also als amerikanisches Design. Und ich habe eine Frage. Ja, wirst du dir vielleicht bald Bret the Hitman Hart holen, Ringset Exclusive, also nicht die Figur? Jo, also wenn er draußen ist, auf jeden Fall. Jo, ja, ganz geil aus, weil wenn ich mich nicht irre, da ist, glaube ich, da, wo der Name steht an der Seite, glaube ich, glänzt, glaube ich, so ein bisschen pink. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Boah, der The Rock ist auch hier genial geworden. Ja, mir gefällt den auch. Nur das T-Shirt, also mit dem Plastik, das ist wieder dumm, aber die Hose ist Stoff. Hetzgen, die Sonnenbrille, wie ich das getan habe, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist mir hier irgendwo in mein großes Figurenregal geflogen. Die ist nach oben geflogen und irgendwo in das Figurenregal irgendwie reingeflogen. Die suche ich danach wieder, die habe ich jetzt nicht da. Egal, ich mache nämlich jetzt weiter, das würde jetzt viel zu lange dauern. Ja, also am meisten mag ich bei den Figuren nicht mit dem Gummishirt, weil ich habe ja diesen einen Randy Orton, die Elite 14, Elite 12. Ja, und bei mir ist das schon etwas gerissen vom T-Shirt, weil Gummi gefällt mir nicht. Ich mag mehr die mit dem Stoff. Jo, auf jeden Fall. Und jetzt mache ich auf jeden Fall weiter mit der John Cena-Figur, während hier alle Figuren umfallen. Okay, ja. Ja, also John Cena. Die John
liebsten auch. Das ist, glaube ich, mit. Ich glaube, das ist die liebste Figur, wo er die roten T-Shirts hat mit den roten Bändern. Gefällt mir. Ja, finde ich auch toll. Also die gefällt mir. Die werde ich mir auch bald holen. Also, wie ihr es ja schon wisst, alle denke ich, ich hasse Super Sina. Ja, aber das Einzige, was an dieser Figur gut ist, ist wirklich hammergeil, finde, dass man hier von der Figur das Band, das C-Nation Band, hier tatsächlich abnehmen kann. Das ist so episch. Guckt euch das mal an, Leute. Ja, also ich finde das auch cool, dass man diesen Band da abziehen kann, weil ich habe mein YouTube so ein Video angeschaut, konnte bei John Cena mit dem blauen Anzug bis auch die Bänder abziehen, aber da unten, ich glaube, das war mehr so selbst gemacht. Aber ich finde es geil, dass jetzt auch mit John Cena da ist, wo man jetzt diesen Band da abnehmen kann. Jo, jetzt mache ich weiter mit Alberto Del Rio. Kannst du ja auch mal was dazu sagen mit dem Koffer und mit dem Titel? Ja, also das finde ich auch klasse. Ja, der Alberto Del Rio, der Mexikaner. Ja, also mir gefällt die Figur. Ja, der Titel gefällt mich auch und ja, mir auch. Und ich bin mir ja, glaube ich, sicher, weil er war ja der Money in der, der Mr. Money in der Bank. Und ja, mit dem Kopf ist es auch toll, dass die das mit dabei haben. Jo, genau. Und hier haben wir den WWE-Titel. Glänzender WWE-Titel. Del Rio. Money in the Bank Aktenkoffer. Headscan. Ja. Also ich finde die Figur nicht so gut. Hier, weil der Headscan, der ist irgendwie richtig scheiße geworden. Ja, mir gefällt der Headscan auch nicht, aber sonst vor dem Klamotten her und den Titel in den Koffer gefällt die mir halt, außer den Headscan, die sind jetzt auch nicht so toll. Und jetzt mit der letzten Figur mache ich weiter mit Undertaker, aber ihr könnt euch drauf verlassen, dass ich mir auf jeden Fall den Booker T, ich glaube, ihr kennt mich jetzt schon ziemlich gut, lange, auf jeden Fall auch noch holen werde. Also, weil der ist so genial. Also ich kann euch versprechen, in spätestens 2 Wochen habt ihr ihn. Also seht ihr eben bei mir. Und jetzt packen wir mal den Taker aus. Ja, also der Booker T, der hat doch seinen alten King of the Ring Anzug noch an, gell? Mit dem Mantel und der Krone, gell? Jo. Also hier ist der Undertaker, was ich scheiße finde, an dem Mantel, guckt. Den kann man hier in der Mitte auseinandernehmen. Dann kann man den da zusammenstecken, das finde ich irgendwie nicht gut. Jo, genau. Finde ich irgendwie nicht gut. Ich lege hier nochmal alle in den Ring. Dann könnt ihr es nochmal begutachten hier. So, dann hätten wir hier nochmal den Undertaker, Alberto Del Rio, The Rock, John Cena, das Shirt und das Band und der Big Boss mit Zubehör. Und hier, das war's dann eigentlich von mir. Die Brille von The Rock werde ich jetzt noch suchen müssen, was sehr schwer sein wird. Und das war's von mir. Und ich sage dann wieder Tschüss, bis dann.